So würde ich es dann zumindest bezeichnen. So, gut. Die schlimmste Krabbe habe ich gerade beseitigt. Und diese komischen Ninja aussehenden Waschbären oder was die darstellen sollen. Keine Ahnung. Sind auch kein großes Problem. Die haben wir ja schon in diesem Waldlevel. Im zweiten. Ich glaube, das war das zweite. Scheiße, und wie soll ich darüber kommen? Okay, ich glaube, ich hätte das Vieh erwischen müssen, einfach nur. Leben, 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 Leben. So, wie sieht's aus? 12 Leben, 58 Blumen, 706 Blumen. Moment, wie war's? 58 Sterne, meine ich. Mein Fehler. Ja, ich bin nicht ganz bei der Sache, ihr merkt schon. So, und da ist ein Stern. Oh Gott, diese Krabbe nervt. Oh Gott, ich renn weiter. Nee. Das tue ich mir nicht an. So, gut. Boah, aber ihr merkt schon, dieses Level hat es echt schon in sich. Und dieses Spiel überhaupt, wenn man einmal ein Level stirbt, sofort wieder zum letzten Abschnitt zurück. Auf seinem Pastor nicht, man muss da durch. Leider. Ah, komm schon, werf. So, dann du schon wieder. Oh oh. Gibt's hier irgendwo Eicheln? Ich könnte mal wieder eine gebrauchen. Sonst heißt es Sayonara, Chip. So, hier oben war diese Krabbe. Weg. Gut. Sonst noch irgendetwas, was hier auf mich wartet? Irgendwas Schlimmes? Irgendetwas, was mich davon hindert, irgendwie eine Eiche zu kriegen? Oder war hier nicht eine? Nee, scheinbar nicht. Auch gut. Warte, hier kam noch dieser... Yes, perfekt. Okay, wenn ich ihn jetzt nicht getroffen hätte, hätte ich ein Problem gehabt. Ah, da ist er. Ich habe eine Eiche. Und... Upala. Oh Gott. So, hier rein. Yay, nächster Abschnitt. So, jetzt kann ich ruhig sterben, dann starte ich wieder da. Hab ja noch 13 Leben. Was? 13? Oh Gott. Und wir irgendwelche Viecher, die mich klonen. Sieht an sich witzig aus, aber... Was bringt dir das? Ich meine, ich erkenne mich doch selber, welcher ich bin. Naja, scheinbar wissen die das wohl nicht. Auch egal. Uey. Okay. Ihr seid leicht zu durchschauen. Ihr könnt mich nicht täuschen. Nicht wirklich. So, und rüber da. Rüber da. Na, okay, der verschwindet wieder. Habe ich fast vergessen. Und hier gibt's Blumen im Überfluss. Oh Gott. Ihr habt doch Langeweile, Capcom. Ich glaube, ihr wolltet hier in diesem Spiel zu gnädig sein. Aber was man bei Capcom auch loben kann. Also die haben auf jeden Fall jedes Disney-Spiel anders gemacht. Und es gibt wirklich zu fast jeder Disney-Serie von damals wirklich ein Spiel. Also zu Dschungelbuch gibt es ein Spiel. Kein Boss? Ach man, ihr langweilt mich. Ich will Bosse. Ja, zu Dschungelbuch, zu Chip and Chap, wie ihr hier seht. Zu Darkwing Duck gibt's ein Spiel fürs Nintendo. Ich geh ins Hauptquartier. Da fehlt wieder ein Ü. Kümmert euch nicht um mich. Passt auf die Fans. In Zone I auf. Es sind sehr viele. Was für Fans? Da fehlt wieder ein Text. Auf geht's zu I. Oh Gott. Tasten. Soll das Tasten sein? Sieht so aus. Können auch Bierkrüge sein. Ah, Pelikan. Nettes Vieh, glaube ich. Ja, zu was gibt's noch ein Spiel, Disney? Muss ich gerade überlegen. Also jetzt, ich rede jetzt vom alten Nintendo nur und nicht vom... Was? Moment, hä? Wie? Ah, okay. Hä? Das bringt auch nichts. Wie habe ich dich denn vorher besiegt? Hä? Moment. Hä? Knapp daneben ist auch vorbei. Hä, scheiße, das war zu hoch. Das will ich jetzt versuchen. Ah, okay. Ich muss die Füße treffen. Interessant. Was für eine intelligente Art, Gegner zu besiegen. Und hier ist ein scheiß Ventilator, der mich davon abhält, weiterzukommen. Boah, was für ein Wind. Wow. Ja, nochmal zurück zu den Disney-Spielen. Bei Super Scheiß Reißzwecken. Beim Super Nintendo gibt es zwar auch Disney-Spiele, aber beim Nintendo fing das eigentlich an. Fürs Game Boy wurden teilweise auch noch einige Spiele umgesetzt. Ich glaube, selbst für Captain Baloo gibt es ein Spiel, wobei da der Sinn des eigentlich nur ist, irgendwie mit dem Flugzeug rumzufliegen. Ich habe das Spiel nie wirklich geschafft, also ich habe das einmal... Toll. Wie soll ich da jetzt lebend vorbeikommen? Ich habe das Spiel mal angespielt, das für...
Oh. Autsch, okay. Hilfe! Okay, ich komme da nicht heil rüber. Ah, geil, wieder von Anfang. Ah, scheiß Level. ja. Nochmal zu Captain Baloo, dem Spiel, welches in USA ja Tailspin heißt. Ja, das Spiel ist nicht so mein Fall, also es ist verdammt schwer. Also verdammt, ich habe vergessen, dass er zurückschießt. So, friss das. Und ja. Sonst weiß ich auch nicht weiter. Scheiß Wind. Rüber. Komm. So, gut. Oh Mann. Dieser Wind bringt mich noch um den Verstand. Wieder Reißzwecken. Pelikan. Überspringe ich einfach mal. Oder so. Ja. Sonst noch irgendein Disney-Spiel, was ich jetzt so kenne fürs Nintendo? Eigentlich nicht. Doch, DuckTales. DuckTales, genau, DuckTales. Gibt's noch? Davon gibt's sogar zwei Teile. Einmal DuckTales 1 und DuckTales 2. Wobei DuckTales 1 einfach nur DuckTales heißt. Aber DuckTales 2 gibt's auch noch. Das hatte ich mal für den Gameboy. Und ich mochte die das DuckTales-Spiel. Mal gucken, ob ich davon auch ein Let's Play machen werde. Wahrscheinlich. Entschuldigung, wahrscheinlich eher nicht, weil... Naja. Ah. Moment. Probieren wir mal das. Ah, okay, das geht auch. Ich wollte gerade fragen, wie komme ich da... Ah, schon wieder ein Stück Käse. Samson macht uns den Weg frei. Okay, und hier war... Telefone? Sollen das Telefone darstellen oder was? Oder sind das Lampen? Autsch. Für mich sieht es eigentlich eher wie Telefone aus. Also wie... Ah. Okay, da ist ein Telefon. Vielleicht sind das auch Telefone, nur... Keine Ahnung. Es können auch Lampen sein. Kann man sich drüber streiten? Wow. Okay. Was haben wir hier drin? Ah, super. Okay, ich kann einfach wieder durchrennen. Das mache ich auch. Da unten... was warst du denn? Da unten war nix. Ah, du lässt mich im Stich. Ah, ganz toll. Ah, dumme Bienen. Oh Gott. Warum ist die... an so einer Stelle kommen? Oh Gott. So schwer war es jetzt Gott sei Dank nicht. Wow. Aber wenn ich mal überlege so, die NES-Spiele sind eigentlich die schwierigsten. Ah, nächster Boss. Und, ach du Scheiße, ah. Du zerteilst dich, ah ja. Kann man, ja, ich glaube, den kann man sogar ausweichen. Moment. Ah ja, perfekt. Okay. Na komm. Irgendwie erinnert mich der an Wiglau Super Mario. Also, vom Aussehen her ist der fast gleich. Nur dass er läuft und also steht und nicht krabbelt. Und schon besiegt. Na gut, ich dachte, da braucht noch ein Treffer mehr, aber okay. Ich glaube, jetzt kommt sogar schon das letzte Level. Wow. Bin ja gespannt, wie schnell ich das Spiel durchspiele. Du hast Fat Cats Haus erreicht, schnapp ihn dir!